Ja, das war das erwartenswerte Spiel heute. Althütte war uns klar, dass die von Anfang an Druck machen werden. Ziemlich robust und zweikampfstark spielen, aber wir haben das angenommen von der ersten Minute an. Haben auch super das Spiel, wo wir spielen lassen wollten, haben auch über 90 Minuten durchgebracht. Klar, durch den Elfmeter natürlich dann gewonnen, aber Fazit würde ich sagen, über 90 Minuten sind wir der absolut verdiente Sieger. So, hallo, ja. Meine Meinung zum Spiel. Ich sage mal ganz offen und ehrlich, die erste Halbzeit gehört der Kaisersbach auf jeden Fall. Die zweite Halbzeit war mir am Trigger. Durch meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung der Elfmeter, war kein Elfmeter. Unser Torspieler war am Ball. Der Gegenspieler geht auf unseren Torspieler. Durch das verliert unser Torspieler den Ball. Der Gegner fliegt über den Torwart. Elfmeter war kein Elfmeter. Unser Torspieler war drin. Wie gesagt, schade, einen Punkt hätte ich gerne mit heimgenommen. Fände ich auch meiner Meinung nach gerecht. Erste Halbzeit, wie gesagt, Kaisersbach, zweite Halbzeit war unsere Halbzeit. Leider ist so, Schiedsrichter entscheidet so. Mir tut es leid um meine Jungs, die in alle kämpfen, die in Gas geben. Hätten sich es eigentlich verdient, den Punkt mit heimzunehmen. Leider ist es schlecht für uns ausfallen. Wir müssen abwischen, aufarbeiten und nächste Woche geht es weiter.